Hallo liebe Freunde der feinen Lebensart und willkommen am Wannsee. Schön, dass Sie wieder Appetit haben, uns zuzuschauen. Die heutige Sendung beginnen wir mal mit einem Blick in die Tageszeitung. In der Regel ja voll mit Horrornachrichten und Krisenmeldungen, die einem schwer auf den Magen schlagen. Aber hin und wieder gibt es auch mal eine gute Nachricht, eine, die den Appetit anregt. Zum Beispiel hier in der BZ. Jeden Dienstag der Ars Vivendi Gastro-Tipp und am darauffolgenden Tag, also immer mittwochs, derselbe Artikel auch in der Bild-Zeitung. Somit eine neue Serie und meine Empfehlung, jede Woche Zeitung kaufen, ausschneiden und sammeln. Denn dann haben Sie nach ungefähr einem Jahr ein hübsches kleines Kompendium mit ca. 40, 50 ausführlichen Restaurant- und Hotelbeschreibungen. Und so sieht's aus, ich zeige es Ihnen mal. So ein Artikel, jeweils über ein Restaurant oder Hotel, das auch in der aktuellen Sendung vorgestellt wird. In dieser Woche ist es das griechische Restaurant Asteria, und zwar das in Köpenick. Dort, wo früher mal das Berliner Traditionslokal zum Dampfschiff in schwere See geriet. Nun aber erlebt man dort griechische Traditionsküche mit einer tollen Terrasse und, wie habe ich hier geschrieben, mit einem spendablen Dr. Uso, der fortlaufend junge Frauen mit seinem langen Ausgießer beglückt. Na, klingt schamlos, ist aber harmlos, wie Sie gleich sehen werden, im Asteria in Altköpenick. Gute Nachricht für die Freunde der griechischen Küche und des griechischen Lebensgefühls. In der Köpenicker Altstadt und direkt an der Uferpromenade von Dahme und Spree hat vor wenigen Monaten das Restaurant Asteria eröffnet und sich auch Stante Pede an diesem exponierten Standort erfolgreich etabliert. Dies mag vielleicht der Tatsache geschuldet sein, dass es im näheren Umkreis kaum griechische Konkurrenz gibt. Doch liegt es wohl eher an der besonderen Gastfreundlichkeit und Lebensfreude dieser sympathischen Taverne mit ihrem rustikalen Charme und legeren Ambiente. Der Gastgeber heißt Sotirios Papoutsis, hat seit über 20 Jahren die griechische Gastronomie in Berlin mitgeprägt, begrüßt fast jeden Gast persönlich und packt sofort mit an, wenn Stammgäste einen Tisch im vorderen Terrassenbereich wünschen. Überhaupt diese Terrasse an der Uferpromenade, sie ist ein echter Besuchermagnet und an warmen Tagen bis auf den letzten Platz besetzt. Doch auch im hellen Restaurant sitzt es sich gut an hohen Fenstern, unbehelligt von nervigen Wespen und Suchtrauchern, aber auch hier bestens umsorgt von einer stattlichen Anzahl flinker und spendabler Kellner. Noch bevor man seine Speisenwahl getroffen hat, wird man schon zu einem ersten Uso eingeladen. Ein guter Auftakt für eine kulinarische Exkursion durch die attische Geschmackswelt, dachte sich der Berichterstatter. Doch in der erfahrungsbedingten Vorahnung, dass es bei einem Uso nicht bleiben würde, hielt er es für opportun, seine Eindrücke über das kulinarische Angebot unmittelbar niederzuschreiben, um sich später an alles zu erinnern. Böse Zungen behaupten ja, dass die sympathische Uso-Spendierfreudigkeit der Griechen nicht nur die Laune verbessern soll, sondern auch ein wenig die Geschmackssinne eintrübt, wodurch mancher Gast kleine Fehler aus der Küche eher zu tolerieren bereit ist. Also, je mehr Uso, umso besser schmeckt's. Wie gesagt, böse Zungen. Die beiden Kameramänner bestanden darauf, diesmal als Erste bedient zu werden und waren glücklich über einen üppigen Salat mit Feta-Käse und über eine große Variation sogenannter Metze, diesen griechischen Tapas als kalte und warme Vorspeisen. Alle diese unverwechselbaren Häppchen seien hand- und hausgemacht, wurde uns versichert, und nach 4 Uso wollten wir es auch gerne glauben. Der Preis für diese opulente Zwei-Personen-Geschmackssache 19,50 Euro. Gleich mal notieren. Und ebenfalls vermerkten, schon wieder Uso nachgeschenkt. Na, das kann ja noch heiter werden. Erst recht angesichts dieses kleinen Fischtellerchens, das mit guten Absichten dem Chronisten serviert wurde. Vermutlich glaubte die Restaurantleitung, dass sich seine Tischdame nur ein paar Minuten verspäten würde. Irrtum, sie kam erst gar nicht. Macht aber nichts, hatte man eben diese Opulenz aus Neptuns Garten ganz für sich allein. Mit Scampi, Calamari, Fischfilet, Sardinen, Lachssteak und jeder Menge Beilagen.
normal langsam zum Mitschreiben. Scampi, Calamari, Fischfilets, Sardinen und Lachssteak. Gesamtpreis 35 Euro und das geht durchaus in Ordnung für diese große Menge. Nach viel gutem Essen und zahlreichem Anis-Schnaps verlangte der Körper dann nach einem kleinen Zwischendurch-Verdauungsspaziergang entlang der Köpenicker Uferpromenade, wo zufällig an diesem Tag ein fröhliches Kiezfest gefeiert wurde. Mit Kinderspaß, Live-Musik und allerhand Getränke und Imbissständen. Die Sonne schien und alle Menschen waren bester Laune. Und mittendrin in diesem bunten Treiben trafen wir an einem sonnenbeschienenen Mojito-Stand auch noch die temperamentvolle Diana, Gastronomin aus Havanna, deren kubanisches Restaurant am Charlottenburger Savigny-Platz wir ja auch schon mal in einer der zurückliegenden Sendungen für gut befunden hatten. Apropos zurückliegende Berichterstattung. Auch über das Asteria, und zwar die ältere Dependance der Köpenicker Neugründung in der Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg, haben wir schon mal berichtet. Ja, in dieser atmosphärischen griechischen Taverne, gleich an der U-Bahn-Station Eberswalder Straße und in Duftweite der Curry-Kultbude Konopke, erlebten wir vor Jahren schon einmal einen fröhlichen Abend mit leckeren Speisen der typisch griechischen Art, mit viel Ouzo und Tsitaki-Tanz. Unvergessen, Asteria in der Schönhauser Allee 143. Doch zurück nach Köpenick. Das große Metze-Potpourri wurde von den Kameramännern dann doch nicht ganz aufgegessen, wollten sie sich doch noch genug Appetit für weitere Gänge aufheben. Also notieren, Vorspeisenteller nicht ganz geschafft. Und fünften Ouzo weggetrunken. Es folgten dann zwei kleine Grilltellerchen für die Männer. Zum einen zarte Scheiben vom Lammfilet nebst Folienkartoffel und gegrilltem Gemüse. Und zum anderen eine Ein-Personen-Grillplatte mit saftigen Fleischstücken und gemischten Beilagen. Genau das Richtige für die beiden Karnivoren, die ja immer gerne viel auf dem Teller und im Glas haben. Und diesbezüglich wird man im Asteria wirklich nicht enttäuscht. Ob nun vegetarische Gerichte oder Geschmortes aus dem Ofen, ob Gyros und Souvlaki-Spieße, Pfannengerichte, Fisch oder Grillfleisch, alles kommt in großen Portionen daher, wuchtig anzusehen und sehr preiswert. Vorspeisen kosten zwischen 5 und 8 Euro, Hauptspeisen zwischen 10 und 15 und selten über 18 Euro. Da kann man sich doch dann glatt noch einen Ouzo leisten. Auf der gut besuchten Sommerterrasse wurde die allgemeine Stimmung dann noch ausgelassener und mit einem nahezu perfekten Untergang der Sonne über der Flusskreuzung kam sogar so etwas wie mediterranes Urlaubsgefühl auf. Der Anis-Schnaps floss weiterhin in Strömen und selbst verschlossene Zeitgenossen fanden alsbald Gefallen an dieser Art griechischen Lebensgefühls. Ein Kellner, genannt Dr. Ouzo, sorgte fortwährend für Nachschub des griechischen Nationalgetränks und wenn mal kein Glas zur Hand war, dann ging's eben auf direktem Weg in den Mund. Na dann, Yamas. Und somit entwickelte sich der griechische Abend zu einem feuchtfröhlichen Gemeinschaftserlebnis, das noch lange nachwirken sollte. Der Notizzettel jedenfalls ging irgendwann verloren. Macht aber nichts, müssen wir halt nochmal hin, in diese lebendige griechische Taverne an der Dame, ins Asteria in Alt-Köpenick. Yamas und Kalliorexi. Prost und guten Appetit. Täglich geöffnet von 11 bis Mitternacht. Also nicht selten frage ich mich, wie und nach welchen Kriterien sich so mancher Gastronom den Namen seines Restaurants aussucht. Denn da gibt es ja manchmal seltsame Wortschöpfungen. Das nun folgende Restaurant gibt sich da eher pragmatisch und nennt sich HOT5. HOT ist ja bekanntlich, wie jeder weiß, die Abkürzung für hämatogene Oxidationstherapie. Nicht gerade appetitanregend. Englisch ausgesprochen macht es schon mehr Sinn, nämlich Hot 5. Das klingt aber nun nach einer ziemlich scharfen Sache. Könnte passen, denn es handelt sich ja auch um ein asiatisches Restaurant. Und dennoch nimmt der Name nicht Bezug auf besonders scharfes Essen, sondern eher auf ein neues gastronomisches Konzept aus Taiwan. Und das wollten wir uns mal anschauen im neu eröffneten Hot 5 in der Damaschke Straße in Charlottenburg.
Die Adresse Damaschke-Straße Nummer 17, unweit vom Kurfürstendamm in Charlottenburg, dürfte so manchem Westberliner Feinschmecker der frühen Jahre noch gut in Erinnerung sein. Denn hier an diesem Ort, Ecke Markgraf-Albrecht-Straße, residierte in den 80er Jahren das Ristorante Anselmo, ein Nobel-Italiener mit Michelin-Stern und avantgardistischem Interieur. Anselmo war innovativ und setzte neue Maßstäbe. Als die guten Jahre vorbei waren, hoffte eine Casa Italiana auf viele Gäste, die jedoch irgendwann ausblieben. Nun also seit wenigen Wochen versucht ein Gastronom aus Taiwan sein unternehmerisches Glück an diesem bekannten Standort. Die Chancen zu reüssieren stehen diesmal gut, da doch der Inhaber schon seit vielen Jahren eine ganze Reihe erfolgreicher Restaurants der asiatischen Art in Berlin betreibt. Sein jüngstes nun in der Damaschke-Straße nennt sich Hot Five, also heiße 5. Das klingt zunächst wie ein homöopathisches Heilmittel in geringer Potenz. Doch lehnt sich der Name vielmehr an das kulinarische Fünf-Gänge-Konzept an, das für sich in Anspruch nimmt, einen in Asien momentan sehr verbreiteten Trend nun in Berlin eingeführt zu haben. Ja, Hot Five verspricht eine innovative Art des Erlebnisessens und eine moderne asiatische Küche, bei der der Gast seine Wahl nicht wie sonst üblich aus einer übergroßen Anzahl von à la carte Speisen trifft, sondern sich aus einem begrenzten Angebot von verschiedenen Vor- und Hauptspeisen und zu einem Pauschalpreis ein 3- oder 5-Gänge-Menü zusammenstellt. Klingt vielleicht etwas kompliziert, ist es aber nicht, wenn man es erst einmal ausprobiert hat. So, und das wollten wir mal tun. Wir, das sind die charmante Ellie Jiang aus Shanghai und der alte Fachchinese aus Berlin. Auf einer übersichtlichen zweiseitigen Speisekarte sind 4 Vorspeisen aufgeführt, 4 Suppen, ebenso viele Salate, dann 6 Hauptgerichte und 3 Desserts. Das war's. Nun also wählt man aus jeder Kategorie eine Speise aus und kombiniert somit sein ganz persönliches Menü, das entweder aus 3 oder 5 Gängen bestehen kann. Nur eine einzige Speise zu bestellen ist nicht möglich. Bei den Vorspeisen hat man die Wahl zwischen Sushi, knusprigen Teigtaschen mit Hühnerfleisch und Garnelenfüllung, sodann würzig sortierte Kräuterpilze aus biologischer Zucht in Brandenburg und schließlich chinesische Maultaschen, auch bekannt als Dim Sum, mit Schweinefleisch Farce gefüllt. Jede Portion ist hübsch anzusehen und einwandfrei im Geschmack. Schon hier zeigte es sich, dass man es nicht mit einer Allerwelts-China-Küche zu tun hat, sondern mit einer anspruchsvollen, die Wert auf gute Qualität und sorgfältige Zubereitung legt. Selbstverständlich ohne künstliche Geschmacksverstärker. Bei den Suppen muss man sich zwischen einer leicht scharfen Fischsuppe und einer Gemüsesuppe entscheiden, beziehungsweise zwischen einer Hähnchen-Mais-Suppe und japanischer Miso-Suppe. Bei den Salaten sind folgende im Angebot: Shrimpsalat, Rindfleischsalat, Obstsalat oder Salat mit magerem Entenfleisch. Auch hier alles tadellos und frisch angerichtet. Und dann die Hauptspeisen, herangetragen von der bezaubernden Frau Chu. Hierbei stehen 6 Standardgerichte zur Wahl. Wir entschieden uns zum einen für gebratenes Rindfleischsteak, Ellis Wunsch, und zum anderen für eine ca. 300 Gramm schwere gegrillte Dorade. Ansonsten hätten wir auch haben können eine gemischte Fischplatte, gegrilltes Lammkarree oder gegrilltes Schweinefilet und knusprige Ente nach Art des Hauses. Dazu als Beilage wahlweise gebratener Eierreis, Nudeln oder Bratkartoffeln. Und für Fisch- und Fleischabstinenzler werden ganz selbstverständlich auch schmackhafte vegetarische Menüs zubereitet. So, und nun kommt die Pointe, wenn man so will, nämlich der Preis für diesen 5-Gänge-Genuss. Und der liegt exakt bei 18,90 Euro. Punkt. Und das überrascht wirklich angesichts der guten Qualität der einzelnen Speisen. Für ein 3-Gänge-Menü werden übrigens 14,90 Euro berechnet. Doch nicht allein der Preis, sondern auch das moderne Konzept wird sowohl von erfahrenen Asienkennern als auch von jungen, selbstbewussten Feinschmeckern anerkannt und hoch gelobt. Das ist wirklich eine sehr schöne, moderne asiatische Küche. Und ich bin ja beruflich viel in Hongkong und Shanghai unterwegs und inzwischen haben Chinesen sehr schöne Restaurants, wo man auch so gut essen kann. Das ist
das, was ich dort auch sehe, was ich hier in Berlin lange vermisst habe. Ich finde das toll. Eigentlich schmeckt mir am besten immer das Entrecot und der Salat. Die Benotung von 1 bis 10. 10 ist sehr gut. Okay, da gebe ich mir immer eine schöne Note 9,5, weil die Pommes, da waren nur wenig Pommes. Also wenn es ein bisschen mehr Pommes wären, dann wäre es schon eine Note 10. Und zum Salat kann ich nichts sagen, muss ich eine Note 10 geben. Na, das sollte sich aber mal der Gastronom zu Herzen nehmen. Einfach nur ein paar Pommes mehr auf den Teller und schon gibt's die vollen 10 Punkte. Ja, Großzügigkeit wird eben honoriert. Bestnote und großes Lob auch aus dem Mund einer treuen Fernsehzuschauerin aus Taiwan, die aber lieber im Hintergrund bleiben mochte. Ich bin ja seit 10 Jahren Fan von Ihnen und ich gucke jede Sendung, manchmal noch wiederholen ohne Ende. Ohne Ende. Das kann ich nur bestätigen. Das erzählt sie mir immer wieder. Ach, und ja? Sie gibt mir immer Tipp, wo ich hingehe und fragt sie mich manchmal, hast du das gesehen? Ja. Wieder. Dann habe ich gesagt, nein, aber ich werde das sehen. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, so, dass es solche Sendungen gibt. Schön. Und ich mag das hier, das ist diese Ambiente. Das Essen ist wunderbar. Was möchte man mehr? Für Berlin ist das fantastisch. Erwähnenswert sind auch noch die preiswerten Mittagsmenüs, bestehend aus 3 Gängen, also mit Suppe, Salat und Hauptgericht für 7,90 Euro. Zum gleichen Preis kann man sich aber auch für eine schöne große gemischte Sushi-Platte entscheiden. Zum Schluss noch ein Gruppenfoto hinterm Bartresen für die chinesischen Facebook-Seiten mit dem Berliner Berufsesser, umrahmt von hübschen Landestöchtern. Und dann war es Zeit für den 5. und letzten Gang unseres Hot 5-Menüs, das Dessert. Wahlweise ein Stück Taro-Kuchen oder rote Bohnenkuchen oder grüner Tee-Eis. Das war's dann. Und alles war gut getan und mehr als genug, ohne aber ein unangenehmes Völlegefühl entstehen zu lassen. Kann man sich also, nein, sollte man sich sogar mal des Öfteren leisten. So ein kulinarisches 5-Gang-Vergnügen im neuen, trendigen Hot 5 in der Damaschke Straße in Berlin-Charlottenburg. Es gibt da ein gastliches Haus im Berliner Grunewald, wo dereinst der Kaiser seine Jagderfolge gefeiert hat und berühmte Popstars ihre privaten Warm-up-Gigs gegeben haben. Das ist allerdings schon etliche Jahre her und seitdem wird in diesem historischen Gebäude nicht mehr gejagt, gefeiert und gesungen. Doch nun will eine engagierte Betreiberin an den alten Glanz wieder anknüpfen und daraus eine trendige Event-Location mit Kultcharakter schaffen. Und mit ihrem Background kriegt sie das auch bestimmt hin. Mitten im Wald und doch in der Stadt, das Paulsborn am Grunewaldsee. Beliebt nicht nur bei Hundehaltern, sondern auch bei Joggern, Spaziergängern und Radfahrern aus dem Berliner Südwesten, der Grunewaldsee. Ein idyllisches Gewässer inmitten des Landschaftsschutzgebietes Grunewald und Teil des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf. Geschichtsinteressierte Zeitgenossen kennen gewiss das vielbesuchte Jagdschloss Grunewald am Ufer des Sees. Mit fast 500 Jahren übrigens das älteste Schloss der Stadt. Doch nur wenige Schritte von See- und Jagdschloss entfernt steht ein weiteres historisches Gebäude, das über Jahrzehnte ein traditionelles Ausflugsziel des alten West-Berlin war. Zuletzt in einen tiefen Dornröschenschlaf verfiel, aus dem es aber in diesem Jahr dank einer engagierten Berliner Unternehmerin wieder erwachte. Die Rede ist vom 1871 erbauten Forsthaus Paulsborn. Kaiser Wilhelm II. War dereinst Stammgast im Forsthaus. Aber auch berühmte Filmstars wie Romy Schneider kehrten gerne hier ein. Und Musiker wie David Bowie und Iggy Pop gaben in dem atmosphärischen Gebäude sogar Privatkonzerte. Mithin ein Treffpunkt der früheren Prominenz. So jedenfalls war es damals und so soll es auch heute wieder werden. Mitten im Wald und doch nur wenige Fahrminuten vom Kurfürstendamm entfernt.
Die sympathische Gastgeberin heißt Johanna Wahrlich und dürfte Berliner Szenemenschen noch gut in Erinnerung sein als Gründerin und Betreiberin des Bundespressestrandes, jener legendären Kultlocation im Berliner Regierungsviertel. Eine engagierte Eventmanagerin also, mit einem sicheren Gespür für Trends und dafür auch ausgezeichnet mit Unternehmer- und Gründerpreisen sowie dem Deutschen Gastronomiepreis 2010. Mit der Neueröffnung dieses außergewöhnlichen Veranstaltungsortes im Grunewald will sie aber auch an die historischen Vorbilder anknüpfen und das traditionsreiche Forsthaus Paulsborn bzw. das Paulsborn am Grunewaldsee, wie es jetzt heißt, wieder zu einer attraktiven gastronomischen Adresse für jedermann machen. Paulsborn am Grunewaldsee ist ein Veranstaltungsort, den gibt es schon seit über 100 Jahren. Und anfangs war es so, dass der Kaiser hier mit seinen Jagdgesellschaften ein- und ausging und große gesellschaftliche Ereignisse gefeiert wurden. Und genau so möchten wir das eigentlich auch wieder haben. Wir haben diese 70er, 80er Jahresstil jetzt umgewandelt und das Haus eigentlich wieder so gemacht, wie es auf den alten Postkarten war. Ein großer Biergarten, ein großer Gastsaal. Das Kaminzimmer wieder so hergerichtet, wie es zur Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts war. Und so kann man es jetzt auch wieder nutzen und sehen. Haus und Hof eignen sich bestens für Veranstaltungen jeder Art. Von der kleinen Familienfeier anlässlich freudiger Jubiläen oder trauriger Abschiede, über Medien- und Geschäftsevents, Konzerte oder kultivierter Dinnerabende bis hin zur stilvollen Hochzeit vor romantischer Kulisse. Ob drinnen oder draußen, alles fügt sich den verschiedenen Anforderungen. Und immer bestens organisiert und umsorgt von einem hochmotivierten Team des früheren Bundespressestrands. Zumal ja auch die alten Räumlichkeiten allerhand hergeben. Da ist zunächst der große Gewölbesaal. In ihm finden bis zu 200 Personen Platz zwischen mächtigen Säulen und unter wohl einzigartigen Geweihlampen an den hohen Gewölbedecken. Über dem repräsentativen Gewölbesaal, also im ersten OG, befindet sich der Festsaal, ganz in Weiß gehalten, mit Kronleuchtern an der Decke und ideal für Hochzeiten oder Tagungen mit bis zu 70 Personen. Auf der angrenzenden Terrasse kann ebenfalls gespeist bzw. Kaffee oder Cocktails getrunken werden, mit Blick auf den Biergarten darunter und hinüber zum verträumten Grunewaldsee. Wieder eine Etage tiefer, im holzvertäfelten Tiroler Zimmer, werden die Gäste an einen Hüttenabend mit Kerzenschein erinnert. Geeignet für kleine Gesellschaften und Familien mit bis zu 16 Personen und wie gemacht für gemütliche Fondue-Abende im Winter oder kleine Weinverkostungen mit herzhaften Speisen der alpenländischen Art. Verantwortlich für Qualität und Vielseitigkeit des kulinarischen Angebots ist der junge Küchenchef Christian Meffert. Ein kreativer Handwerker, der in namhaften Berliner Restaurants und bei Spitzenköchen gelernt hat und sich nun in Paulsborn neuen Herausforderungen stellt. Und zu diesen Herausforderungen gehört es, in allen Bereichen gut zu sein. Sei es nun die einfache Wildbratwurst oder herzhafte Brotzeit im großen Biergarten, seien es gesunde Salate mit Wildkräutern und Blüten oder klassische Genüsse wie Zanderfilet, geschmorte Bauernente oder holundergebeizte Lammstelze bis hin zum exquisiten Hochzeitsbankett. Meffert setzt dabei auf hochwertige Produkte aus der Region und verbindet dabei Nachhaltigkeit mit solidem Kochhandwerk. Die Küche ist eine regionale Küche, die zum Haus passt, die zur Umgebung passt. Wir haben Wildgerichte und Fischgerichte. Regionale Gerichte sind ja ohnehin momentan bei den Gästen wieder sehr beliebt. Und insofern möchten wir natürlich auch das Grunewald-Publikum nicht an allzu Fremdes gewöhnen, sondern eine moderne regionale Küche mit einheimischen Produkten und alles selbstgemacht anbieten. Sehr schön. Zu den bemerkenswerten kulinarischen Angeboten des Paulsborn gehört gewiss auch der beliebte Sonntagsbrunch, genannt Wildes Frühstück im Wald, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, mit einem stattlichen Buffet zur grenzenlosen Selbstbedienung. Mit vielen kalten und warmen Tagesspezialitäten und einer Kochstation samt Koch für Eierspeisen. Die Teilnahme an diesem wilden Frühstück kostet 17,50 Euro pro erwachsener Person. Wird deswegen auch gern für kleine Privatfeiern genutzt, denn so hochwertig und dennoch günstig bekommt man selten die ganze Familienmischpoke satt.
Ja, das Paulsborn ist ein nostalgischer, aber auch ein ziemlich trendiger Ort. Und vielleicht auch etwas gewöhnungsbedürftig für eine umtriebige Großstädterin. So ein kontrastreicher Wechsel vom Strand in den Wald. Ja, das ist wirklich ein Kontrast, aber man wird auch älter. Und in Mitte haben wir jahrelang gesucht, also schon während des Bundespressestrandes, wo wir wussten, wir müssen weg, haben wir gesucht, lange nichts gefunden. Und in Mitte gibt es einfach keine Locations mehr zu entdecken, wo man sagt, man macht was ganz, was Neues. Und dann ist uns das hier zugeflogen sozusagen. Und wir haben uns ganz schnell entschlossen, das zu übernehmen, schnell renoviert, in 3 Monaten das Haus saniert. Und es hört nicht auf mit der Baustelle, aber mittlerweile sieht es schon so aus, dass man es als Location sehr schön nutzen und genießen kann. Und wie aufs Stichwort genießen, kam Maître Jochen mit dem schönen Nachnamen Werner, also Herr Werner, kam und servierte uns 2 herbstliche Wildgerichte. Vielen Dank, Herr Werner. Das irritiert mich etwas. Danke sehr. Für die junge Chefin einen Paulsborner Hirschrücken in der Brotkruste auf Waldpilzen und für den alten Wilden einen Wildschweinbraten mit hausgemachten Spätzle. Beides preislich so um die 20 Euro. Dazu ein guter Rotwein und die Kameramänner mal für eine Weile auf Abstand. Ach, das Leben kann so schön sein. Und wie schön erst am schönsten Tag im Leben, wenn die Sonne scheint und die Hochzeitsgesellschaft bei der Trauung unter einer mächtigen Kastanie ein zweifaches Ja zu hören bekommt. Der Gewölbesaal ist dann bunt dekoriert, die Hochzeitstafel festlich eingedeckt und in den zahlreichen Rechauds brutzeln die feinsten Speisen. Eine Hochzeitsfeier in Paulsborn ist immer eine perfekt durchorganisierte Veranstaltung, bei der nichts dem Zufall überlassen bleibt. Auch nicht die bequeme Unterkunft für alle Fälle. Für jedermann? Ja, für jedermann. Wir haben 10 Zimmer, die wir vor allem eben auch unseren Veranstaltungsgästen anbieten. Also das heißt, wenn man hier eine Hochzeit feiert im Haus, dann kann man auch gleich seine Gäste unterbringen und das Hochzeitspaar kann natürlich auch übernachten. Wenn es dann Abend wird im Grunewald und die Lichter angehen in der Hofanlage, wenn der Kamin brennt und eine behagliche Wärme abgibt, dann mag man in dem bequemen Lederfauteuil des gediegenen Kaminzimmers noch ein schönes Glas Rotwein trinken und die vielen Eindrücke des Tages noch einmal Revue passieren lassen. Ja, es ist ein ganz zauberhafter Ort, so fern im Wald und doch so nah in der Stadt. Das traditionsreiche und trendweisende Paulsborn am Grunewaldsee in Berlin-Zehlendorf. Also, wenn ich mich in diesem Leben noch einmal vermählen sollte, beziehungsweise es wäre ja auch das erste Mal, dann würde ich im Grunewald Party machen, im Paulsborn am Grunewaldsee. Allein aus praktischen Gründen, weil es doch so ganz nah bei unserer Redaktion ist. Aber noch ist es ja nicht so weit. Erstens mangels Zeit und zweitens auch mangels ehewilliger Dame. Ja, danke Männer, ich brauche euer Mitleid nicht. So, und jetzt möchte ich mich am Schluss noch bei unserem heutigen Gastgeber bedanken, dem Wirtshaus Schildhorn, direkt an der Havel gelegen. Auch dies ist ein traditionsreiches Ausflugslokal mit hallenartigen Restaurantsälen aus dem Jahr 1873 mit verglasten Arkaden und wunderschöner Seeterrasse. Seine letzte wirklich große Zeit hatte das Wirtshaus Schildhorn in den 70er und 80er Jahren, als hier die Westberliner Szene und High Society ihre Feste feierten. Doch nach der Wende war die Party vorbei. Mittlerweile hat sich das Wirtshaus aber wieder als zuverlässige Adresse etabliert, als ein Ort, wo man stilvoll feiern kann, mit gutbürgerlicher Küche und garantiertem Terrassenplatz. Na ja, sagen wir mal, garantiert für die ersten 1000 Gäste. Zu erreichen über die Havelchaussee und täglich geöffnet ab 12 Uhr. So, und mit dieser Empfehlung endet die heutige Sendung. Und ich finde, es reicht ja auch für heute. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zu einer neuen Sendung am 9. Oktober. Also, ciao ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, zum nächsten herbstlichen Abendmahl. Und nicht vergessen, jeden Dienstag und Mittwoch die Zeitung kaufen. So, nun Wegschwenk für den Abspann, bitte.